Kupka beim Aufschlag. Aus der Slowakei, 29 Jahre ist er alt. Und mit dem Service-Winner. Der Linienrichter sagt aus, aber der Schiedsrichter hat es gesehen. Salvador Hidalgo war natürlich dran an diesem Ball. Sieht man ihm auch so ein bisschen an, würde ich sagen. Jo. Guter Aufschlag, Kupka jetzt. Eine Serie, das wäre wichtig für Haching. Sebastian Fuchs weiß, was man machen muss. Gegen einen hohen Doppelblock nach außen wegschlagen. Eigentlich eine gute Variante im Aufschlag, dieser kurze Driveball. Hidalgo mit Schwierigkeiten, aber hat ihn geholt. Und Berlin macht den 19. Punkt. Und Santos kommt durch. Macht den Block lang. Roy Friedrich kommt wieder für den Zuspieler. 2,02 Meter ist er lang. Und den kriegen sie abgepfiffen. Geführt. Ja, schade. Waren sie im Dreierblock da? Dos Santos, Günther und eben Friedrich. Aber das Santos etwas zu spät und der Ball rutscht zwischen seinen Händen und der Netzkante nach unten. Dann müssen sie ihn hochheben und das pfeift Volker Schiemens zurecht ab. Ein bisschen symptomatisch. 21. Punkt für Berlin. Dos Santos und Kupka überlassen jeweils dem anderen hier den Vortritt. Hidalgo ist gnädig mit diesem Aufschlag. Weitet's aus. Trotzdem 5 Punkte Führung Berlin. Es wird ganz schwer in diesem zweiten Satz für Haching. Und wieder kann der Block kein Erfolgserlebnis verzeichnen. Sie sind da. Aber sie kriegen den Ball nicht ins Feld. Scott Tosinski war das. Aufschlag und erfolgreich von Max Günther. Abgeschlossen. Oben auf den Block drauf. Und da sind sie heilfroh, dass Berlin diesen Ball nicht erreichen kann. Verkürzen auf 4. Da ist er, der Block. Spät, aber nicht zu spät zum 19:22. Den haben sie gehabt. Schauen wir noch mal hin. Max Günther. Und aber in erster Linie Stadani, der über die 4 zum Blocken gegangen ist. Das haben die Berliner gesehen, aber trotzdem holt er sich als Zuspieler diesen Blockpunkt. Okay,
kurze, knappe, klare Ansage von Mark Lebedew und das Team weiß, worum es geht. Diesen Sideout jetzt holen und dann fehlen nur noch 2 Punkte. Also ganz entscheidend jetzt die Annahme und für Haching ein starker Aufschlag von Dos Santos. Es reicht, Rob Tosinski auf dem Block von Max Günther und Paul Carroll. Und sie haben den Sideout. Keine Chance in der Feldabwehr für Dos Santos, der sich da nochmal hinterher schmeißt. Berlin bleibt stabil und braucht nur noch 2 Punkte in diesem Satz. Und da ist der Satzball. Wieder Annahmeprobleme. Keine Chance im Moment für Haching. Und immer wieder die Annahmen, die dann übers Netz gehen. Das ist natürlich tödlich. Sie müssen im eigenen Feld gehalten werden. Und wieder klappt es nicht. Und da ist es vorbei. Der Zuspieler als Läufer. Von ihm geht der Ball übers Netz. Richtig, von Volker Schiemens. Und da ist es auch schon passiert. Der zweite Satz ist vorbei. Und auch er geht an die Gäste vom SCC Berlin. Und das deutlich. Es ist ruhig in der Halle. Ja, und jetzt hier bei mir ein alter Bekannter aus Haching, Sebastian Schwarz, spielt diese Saison in Italien, in Perugia, im Viertelfinale ausgeschieden im italienischen Meisterschaft. Trotzdem zufrieden mit der Leistung in Italien? Fragen wir erstmal kurz nach Ihrer Mannschaft. Ja, doch, der Einzug in die Playoffs war ein Erfolg für die Mannschaft. Das Ziel war der Nichtabstieg. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga und deswegen können wir zufrieden sein mit dem Erreichen der Playoffs. Aber jetzt zu dem Spiel hier. Wie sieht's aus für Ihre alten Kempten aus Haching? Gut, bisher nicht so gut. Ich hoffe natürlich noch, dass sich das ändert, aber Berlin spielt sehr gut. Haching ist bisher nicht richtig da, aber ich denke, sie können es noch schaffen, aber es wird sehr, sehr schwer. Woran liegt's? Was fehlt Haching im Moment? Ah, das sind natürlich viele Kleinigkeiten. Ich denke, Berlin spielt im Angriff besser über die Mitte. Haching fast gar nicht, hat da Probleme. Zudem hat Haching heute große Probleme in der Blockabwehr, was normal eine große Stärke ist. Und ja, wenn sie das ändern, haben sie, denke ich, eine Chance, aber da müssen sie jetzt einiges tun. Eigentlich Spiele auf diesem Niveau gehen eher selten 3:0 aus. Glauben Sie, dass da noch mal was drin ist für Haching? Können Sie noch mal zurückkommen? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass ja. Sie müssen jetzt versuchen, eine Reaktion zu zeigen. Ich denke, das Potenzial haben sie ja oft gezeigt dieses Jahr. Und ich denke schon, dass es noch ein spannendes Spiel wird. Also, was für einen Tipp gibt's? 3:2 Haching. Und wie geht die Serie im Halbfinale aus? Ich denke 2:0 Haching. Das ist eine Ansage. Danke, Sebastian Schwarz. Dankeschön. Janina, ein Bedienst, Dankeschön. Also die Ansage eines Ex-Hachingers, Sebastian Schwarz, der jetzt in der italienischen Liga A1 Uno spielt, die Saison abgeschlossen hat, wir haben es gehört. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. 2:0 führt der SCC Berlin.
in diesem ersten Halbfinalspiel der Männer-Bundesliga. Durchaus nicht zu erwarten. Auch die Deutlichkeit gerade dieses zweiten Satzes mit 6 Punkten Vorsprung. Und Haching muss jetzt eine Reaktion zeigen. Der dritte Satz beginnt. Sebastian Schwarz hat es gesagt. Sie spielen gut durch die Mitte. Und das weiß auch der Zuspieler Schach. Und dann versucht er es eben direkt mit Satzbeginn wieder. Dos Santos versteckt einen Ball im Block zum Ausgleich. Dicht gestellt. Skladani weiß das. Dos Santos. Kaum Möglichkeiten, irgendwie zu variieren. Und der Block von Sebastian Fischer. Von Felix Fischer ist da. Da haben wir ihn, den Mann mit dem Stirnband. Mittelblocker des SCC. Ärgern und ärgern Riccardo Galandi mit dem Fehlabschlag. Wieder ist der Block da, wieder ist es Fischer. Was auch immer sie versuchen in Haching, es klappt nach wie vor nicht. Man kann eigentlich nicht mehr sagen, es klappt noch nicht. Wenn die Annahme kommt, dann geht's. Und dann geht's schnell durch die Mitte. Thomas Schmidt macht's. Kozuzinski überhaupt nicht getroffen. Und so ist dann auch kein Block. Kortmet oder Hukka. Ausgleich. Etwas Glück, Sebastian Fuchs, der bleibt auf dem Feld. Das ist der Sebastian Fuchs im Interview, das war der Sebastian Schwarz. Sorry für diesen Namensdreher gerade eben. Abgepfiffen im Netz, aber der Ball war sowieso auf Hachinger Seite unten. Der SCC geht wieder in Führung und erneut ist es die Annahme, die nicht optimal kommt. Durch die Mitte geht's.